Hallo und herzlich willkommen bei Crunchtime TV, heute mit Till Wiendke, 3-3 gegen Blau-Weiß Aase. Till, sagst du eine gerechte Punkteteilung? Im Endeffekt ja, auch wenn es mal wieder bitter rüberkommt, so auf dem letzten Drücker, das den Ausgleich da zu kriegen. Ja, gerecht womöglich, aber fühlt sich auch immer wieder ungerecht an. Ja, erstmal vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. Erste Halbzeit sind wir ja relativ gut reingekommen ins Spiel, hatten auch ja direkt dicke Chancen und dann haben wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. Ne? Oder wie siehst du das? Genau so, ja, du hast für mich die Zusammenfassung übernommen. Ich fand, wir sind richtig gut rausgekommen, haben mal nicht die Anfangsphase irgendwie verschlafen, sondern waren direkt da, präsent. Haben wir schon uns quasi gefragt, wie hoch wir die wohl nach Hause schicken, weil das echt sehr gut aussah. Aber das hat sich dann mit der Zeit verändert, da waren wir nicht mehr so griffig und es hat nicht mehr so funktioniert und kriegen dann eben aus dem ersten Torschuss eben die Bude. Genau, dann haben wir heute wieder 2 Gegentore nach Standards gekriegt. Ist ja immer eine ärgerliche Sache, wie sollten wir da unter der Woche weiter daran arbeiten, dass sowas in Zukunft vielleicht nicht so häufig passiert. Ja, also wachsen so schnell können wir nicht. Diese Gegenspieler sind halt manches Mal einige Köpfe größer und gutes Kopfballspiel und die Flanken kommen auch passend rein. Aber da gibt es noch andere Möglichkeiten, das dann eben besser zu verteidigen. Vielleicht müssen wir da insgesamt noch ein bisschen mehr auf die kleinen Details achten und daran eben arbeiten. Ja, Till, dann erstmal besten Dank dafür. Nächste Woche geht es nach Altenrheine. Nicht schon diese Woche, wie ich es letztes falsch angekündigt habe, ging rein. Was für ein Team erwartet uns da? Was für ein Spiel? Wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Worauf müssen wir uns einstellen? 1-2 Sätze doch bitte dazu, Till. Tolle Frage, weil ich Altenrhein natürlich kenne wie meine Westentasche. Ja. Also es ist lange her, dass ich dagegen gespielt habe. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, Elfmeter verursacht. da waren die technisch echt gut, da haben die viel Tempo gemacht. Ich kann es jetzt nicht mehr einschätzen. Du, ich glaube, es wird ein unterhaltsames Spiel, wie immer in letzter Zeit bei uns. Und ich hoffe dann eben wieder mit dem glücklicheren Ende für uns. Und dass wir dann mit 3 Punkten wieder weitermachen können und noch weiter nach oben die Tuchfühlung behalten. Ja, fein, Till. Dann noch jetzt mal zu dir. Du warst jetzt auch ein bisschen länger verletzt, sage ich jetzt mal. Bist jetzt wieder dabei. Wie läuft es denn bei dir gerade aktuell? Ja, also ich merke jetzt noch das Spiel von Donnerstag, deswegen bin ich auch gar nicht böse, dass heute kein Einsatz da zustande gekommen ist. Ja. Ansonsten läuft es ganz gut, doch. Ich habe jetzt in den Mannschaften, in denen ich schon gespielt habe, 4., 3., 2. und Altliga, schon in 3., 2. und Altliga meine Bude gemacht. 4. und 1. fehlt noch, aber dazu werden dann irgendwann die ersten Minuten in der Saison auch für die erste hoffentlich folgen und da freue ich mich drauf. Ja, ist doch eine schöne Sache. Dann klappt es ja vielleicht nächste Woche schon in Altenrheine. Till, ich bedanke mich fürs Interview, wünsche einen schönen Sonntag und eine schöne Woche und dann sehen wir uns ganz bald bestimmt wieder. Alles klar. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das ist nur meine Meinung zur ganzen Geschichte, aber. Ist da noch da was zu sagen? Oh, die Wohnbälle hat er ja wirklich gut.
Genau da ist der Mechanik. Jetzt verrückt. Genau da ist der Mechanik. Jetzt verrückt.